Der DAX hat von oben kommt erfolgreich die Marke von 19.000 Punkten durchschritten. Der Euro ist unter die Marke von 1,06 gefallen. Also wir sehen Dollar stärker auf breiter Front, europäische Aktienmärkte fallen. Und wohin geht das Geld? Das Geld geht in die USA. Man ist unfassbar bullish jetzt für die US-Aktienmärkte nach dem Sieg von Donald Trump, weil man glaubt, dass hier glorreiche Zeiten auf uns zukommen, auf die Amerikaner zukommen. Eine brummende Wirtschaft und alles wird ganz, ganz toll. Das Problem ist nur, die Kapitalmarktzinsen steigen immer weiter, Geld wird immer teurer, Liquidität wird immer teurer. Für die Amerikaner heißt das, oh, die Kredite, die Anschlusskredite, die sehr stark fällig werden, enorme Summen werden hier zur Refinanzierung jetzt demnächst anstehen. Die müssen dann zu viel teuren Konditionen letztendlich wieder eingegangen werden. Und für viele hat ja dieser Zinsanstieg durch die Fed gar keine so große Rolle gespielt, weil die in einem 10-Jahres-, in einem 15-Jahres-Kreditvertrag war, da kann der Leitzins steigen, wie er will. Wenn er dann, wenn die Anschlussfinanzierung ansteht, wieder unten ist, dann ist das kein Problem. Aber jetzt wird eben vieles neu refinanziert werden müssen und die Aussichten, dass angesichts der erwartbaren Politik von Donald Trump hier die Kapitalmarktzinsen sinken, sind gleichweise tendierend gegen Null. Denn was bedeutet Donald Trump? Trump heißt Zölle. Zölle verteuern die Importe oder drücken, wenn die Unternehmen sie nicht weitergeben, auf die Marge der Unternehmen. Aber in der Regel geben sie die Preise weiter. Das heißt, die Kosten für die Amerikaner werden steigen. Und das in einer Situation, wo sie ohnehin schon Oberkante, Unterlippe in Schulden baden. Und das Ganze wird dazu führen, sehr wahrscheinlich, dass wir hier die Titanic sehen, wie sie auf dem Weg Richtung Eisberg ist. Also dürfte Europa, das ja ohnehin schon angeschlagen ist, irgendwie so ein bisschen hoffnungslos vor sich hin trudelt, sichtbar jetzt in Deutschland mit dieser fast erbärmlichen Situation, die wir um Kanzler Scholz erlebt haben. Aber in Europa gewöhnt man sich dran. Die Amerikaner werden sich noch an ganz andere Dinge gewöhnen müssen. Die haben aus meiner Sicht sehr schwere Zeiten vor sich. Warum will ich in diesem Video zeigen? Und wir starten zunächst mal mit dem Siegeszug etwa von US-Aktien Dow Jones in Relation zum DAX. Hier Stichtag 6. November, also der Wahl von Donald Trump. Der Dow geht nach oben. The DAX geht heute ziemlich deutlich nach unten und fällt um und bei gute 2%. Und das, obwohl man ja hätte denken können, Mensch, jetzt kriegen wir diese Neuwahlen in Deutschland einen Ticken früher, 23. Februar, jetzt nicht so wahnsinnig viel früher, als Scholz ja eigentlich geplant hatte. Aber sei es drum, wenigstens ist das jetzt mal sicher. Und da hat man gedacht, gut, das ist doch eine gute Nachricht für den DAX. Aber nein, er nimmt das nicht auf. Scholz übrigens würde in Umfragen oder stürzt laut Umfragen weiter ab. Mit ihm wäre die SPD chancenlos. Und die SPD kann sich allerdings nicht leisten, einen anderen Kanzlerkandidaten zu nominieren. Das ist das Problem. Wir hatten heute den ZDW-Index sehr, sehr schwach aus Deutschland, weil eben auf der einen Seite Trump Sieg die Lage für die deutsche Wirtschaft erschweren dürfte und auf der anderen Seite eben dieses Hickhack um die Regierung, um den Bruch der Ampel, das Ganze natürlich ein bisschen ja, die Stimmung verhagelt hat. Aber jetzt sehen wir hier mal einen Beleg durch die Bank of America, die ja Großinvestoren regelmäßig befragt, und wir sehen den größten Investor-Sentiment-Shift, den wir je gesehen haben, nämlich die Leute glauben, dass jetzt großartige Zeiten für die USA vor allem anstehen. Global Growth Expectations steigen sehr stark, aber vor allem steigen die US Growth Expectations von minus 22% auf plus 28%. Das ist der größte Sprung, den die Bank of America jemals festgestellt hat. Und Surge in Investor Overweight US Stocks, also die Übergewichtung, so heißt das Wort, in US-Aktien ist massiv angestiegen, so stark wie seit August 2013 nicht mehr, also seit gut 10 Jahren. Das ist praktisch der Beleg, was hier passiert, nämlich Kapital. Dort geht in die USA und sagt sich, wir gehen jetzt all in der US-Aktien, weil das ist viel besser als der europäischen Aktien. Und wenn du dann in die USA gehst und US-Aktien kaufst, dann musst du deine Euros, wenn du aus der Eurozone kommst, eben in Dollar umtauschen. Deswegen sehen wir eben auch unter anderem einen Grund dafür, dass der Dollar in Relation zum Euro deutlich stärker wird. Und hier sehen wir mal, die 5 besten oder die 5 letzten Tage waren der größte
Outperformer für eben jetzt die US-Märkte in Relation zur Restwelt in Anführungszeichen seit vielen, vielen Jahren. Plus 7% beträgt die Differenz durchschnittlich zwischen den US-Indizes und anderen Indizes, auch denen in Europa. Also schon eine ziemlich gigantische Bewegung. Und hier sehen wir die gigantische Bewegung auf die Unterseite allerdings seit der Wahl von Sam Donald, 6. November. Da standen wir noch ganz entspannt über der Marke von 1,09 und jetzt sind wir unter der Marke von 1,06. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, ist aber in der kurzen Zeit gerade in einem solchen schwergewichtigen Tankermarkt schon eine sehr krasse Bewegung. Euro-Dollar normal nicht so super volatil, nicht so volatil etwa wie Dollar-Yen, wo ja richtig Action immer angesagt ist, aber jetzt nehmen die Wetten auf Parität, also Euro-Dollar 1:1 nehmen immer weiter zu. 10 Banken haben jetzt aktuell ihre Prognose für den Euro gesenkt. Hier sehen wir, dass die Wetten jetzt eben auch steigen, dass diese Parität wirklich erreicht wird, weil eben diese Zollpolitik erstmal Dollar bullish ist, also erstmal den Dollar unterstützt. Trump versucht ja sozusagen mit diesen Zöllen immer mehr in die USA zu ziehen. Das bedeutet, es wird Kapital in die USA gezogen, Produktion in die USA gezogen und all das sorgt dafür, dass eben der Dollar stärker wird. Und hier sehen wir, wir haben ein ganz ähnliches Playbook wie 2016, als Sam Donald ja schon gewählt wurde und damals ja auch schon gesagt hat, da machen wir was mit die Zölle. Also diese ganze Geschichte, die könnte noch weitergehen, wenn das Ganze sich so weiterentwickelt eben oder ähnlich weiterentwickelt wie im Jahr 2016. Und dementsprechend ist die bullische Stimmung super groß. Oppenheimer, Kursziel für S&P 500, jetzt auf den höchsten aller Kursziele angehoben. Bei Market Watch heißt es dann, ja, Trump ist the most pro-stock market president, den die Amerikaner jemals hatten. Da ist was dran. Er selber hat ja immer am Dow Jones abgelesen, wie erfolgreich seine Präsidentschaft ist. Und diesen Chart habe ich schon öfter gezeigt, aber ich halte ihn für extrem wichtig, denn das ist der Grund für das US-Handelsbilanzdefizit. Und das will Sam Donald ja abschaffen. Das Defizit soll ein Plus werden. Und wie geht das? Indem du die Produktion in die USA holst. Und warum haben die Amerikaner ein Handelsbilanzdefizit? Weil die Produktion eben gerade von Gütern nicht in den USA ist, sondern die ist in Mexiko, die ist in Europa teilweise, die ist überall da, wo es ein bisschen günstiger ist von den Löhnen und dann werden diese Güter eben in die USA geschafft, aber das wird jetzt schwieriger, Zölle von mindestens 10%, vielleicht 20% auf alles, egal was reinkommt, oder wenn du jetzt in Mexiko sitzt, dann hast du vielleicht noch höhere Zölle und wenn du in China sitzt, dann hast du 60-100% Zölle. Das ist keine gute Nachricht für Apple-Chef Tim Cook und für sehr, sehr viele US-Unternehmen eben auch nicht und die Wall Street will nur das sehen, was schön ist. Boah, Wachstum, das klingt doch ganz, ganz toll. Aber sie will nicht sehen, welche Konsequenzen das für die Unternehmen haben wird, für die Konsumenten haben wird, die Preissteigerungen wieder gegenwärtigen müssen. Und gleichzeitig sehen wir jetzt oben Consumer Confidence, dass die Stock Prices, also die Aktienmärkte, in den nächsten 12 Monaten steigen, praktisch auf Allzeithoch und das bei Bewertungen, die praktisch auch auf Allzeithoch sind. Und hier sehen wir mal die Stimmung etwa Aktienmärkte zum Anleihemarkt. Wir haben jetzt ein Sentiment, ein positives Sentiment zu den Aktien, das in der obersten Perzentile aller Vorkommnisse seit dem Jahr 1998 derzeit hantiert. Und 1998 ist ja auch schon ein paar Tage her, Sentiment Indicator. Sehr scratched, wie Goldman Sachs sagt, noch nicht jetzt die ganz großen Extreme, aber ganz klar auf dem Weg dahin. Aber was ist das große Problem? Warum ist diese ganze Party vielleicht zum Scheitern verurteilt und der Kater nach dem Besäufnis kommt ziemlich schnell? Was wir hier sehen, meine Damen und Herren, ist zunächst mal die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe. An der richtet sich alles aus. Das ist maßgeblich für die Kreditvergabe an Konsumenten in den USA. Wer ein Haus kaufen will, wer ein Auto kaufen will, der sieht diese 10-jährige Anleiherendite steigen, die Kapitalmarktzinsen steigen. Also da kann die Fed die Zinsen senken, wie sie will. Das interessiert vielleicht nur Banken, aber das Consumer-Geschäft, also von Bank oder Kreditgeber zu Konsumenten oder zu Firmen, die Kredite brauchen, das läuft hier anhand dieser 10-jährigen Anleiherendite und diesem Kapitalmarktzins. Und die ist mal eben gut 12 Basispunkte gestiegen heute auf jetzt 4,43%. Warum?
Warum ist das so? Weil man eben sich sagt, naja, die Inflation wird anziehen, die Fed wird die Zinsen nicht so senken können. Deswegen, gleichzeitig dürften die Löhne stark anziehen, denn Trump hat gesagt, er wird Illegale aus dem Land schaffen. Dadurch schrumpft das Arbeitskräftereservoir. Also dieser Mix ist hochgradig inflationär, und weil die Inflationserwartungen steigen, steigen eben auch die Kapitalmarktzinsen. Simple as it is, und das wollte ich noch zeigen hier. Wir haben eine ähnliche Formation, die wir zuletzt im Jahr 2021 hatten, also vor den Zinsanhebungen, die dann 2022 kamen durch die US-Notenbank. Das riecht nach einem weiteren Ausbruch, und das würde bedeuten, Geld wird noch teurer. Die Aktienmärkte aber leben von Liquidität und die Konsumenten leben von billigen Krediten. Aber da ist nichts mehr zu sehen. Dennoch, die Amerikaner glauben irgendwie den Versprechungen von Donald Trump, mit der er ja die Wahl gewonnen hat, nämlich zu sagen, ich bringe euch die Preise runter. Und so haben wir heute die Umfrage der New York Fed gesehen. Ja, Jungs, liebe Konsumenten, wie schaut es denn aus mit den Inflationserwartungen? Und die sind sogar gefallen. Man erwartet praktisch abkühlende Renten, Mietsteigerungen, Benzin, denkt man auch, das wird nicht teurer, Food, Medical Care, alles, was da so kreucht und fleucht. Also die Amerikaner, irgendwie haben sie die Botschaft von Donald Trump geschluckt, die dieser aber nicht aus meiner Sicht wird einlösen können. Denn du kannst nicht auf der einen Seite niedrige Lebenshaltungskosten versprechen, auf der anderen Seite Zölle machen, die eben diese Lebenshaltungskosten schlichtweg deutlich steigern. Und als Beispiel hier mal, hatte ich schon mal gebracht, aber ein Toaster für $40, der wird dann mit den Zöllen $48 bis $52 kosten. Ein paar Schuhe $50 wird dann auf $59 bis $64 steigen mit den Zöllen. Und das eben, weil die, oder das in einem Umfeld, wo die kumulativen Preisanstiege in den letzten Jahren ja schon so extrem sind. Allein unter der Biden-Herrschaft 20% sind die Preise gestiegen, auch wenn die Inflationsrate nicht mehr so hoch ist. Die Preise steigen ja weiter von diesem sehr hohen Niveau, nur halt nicht mehr so schnell. Aber die Leute sind, wie gesagt, Oberkante, Unterlippe, weswegen Harris diese Wahl verloren hat, weil sie da praktisch keine Versprechen machen konnte, wie das Ganze behoben werden soll. Trump hat sie gemacht, wird sie nicht einlösen können. Und hier sehen wir mal, 28% der Kreditkarten-User, die zahlen noch Zinsen aus dem letzten Jahr. Also die sind sozusagen hinterher. Dann sehen wir einen immer größeren Anteil von Buy Now, Pay Later, Kauf jetzt und zahl mal später. Wir sehen jetzt, dass die Kreditkartenschulden durchschnittlich um 6,9% höher sind als noch vor einem Jahr und 20% höher als vor 2 Jahren. Und das bedeutet, wenn jetzt die Zinsen nicht sinken, nämlich die Kapitalmarktzinsen, dann wird diese ganze Geschichte immer schmerzhafter, immer mehr müssen dann Refinanzierungen machen zu sehr teuren Konditionen. Und das wird sehr, sehr eng. Und jetzt ist Donald nochmal hergegangen und hat gesagt, Kinder, ich werde euch diese Kreditkartenzinsen, die werde ich euch runterbringen, denn die sind gerade derzeit oder seit Monaten so um und bei 23%. 23% muss man sich mal vorstellen. Wenn Sie irgendwo für 23% Zinsen zahlen, dann machen Sie das 3 Jahre und dann hat sich praktisch Ihre Schuldsumme um und bei verdoppelt. Also haben Sie $10.000 Schulden oder $20.000 Schulden, dann sind das in gut 3 Jahren dann etwa 40 oder eben $20.000 Schulden. Das macht einen riesigen Unterschied. Und jetzt Donald Trump eben, ja, ja, die bringen wir runter auf 10%. Aber was wird dann passieren? Werden die Kreditkartenfirmen einfach sagen, ja gut, der Donald hat gesagt, 10% ist die Obergrenze. Mehr geht nicht. Nein, die werden sagen, gut, wir geben nur noch an die Konsumenten Kredite, die wirklich von der Bonität her sehr gut aufgestellt sind. Denn bei anderen, da bepreisen wir ja diese hohen Kreditzinsen eben deswegen, weil das Ausfallrisiko auch dementsprechend ist. Und das ist genau der Punkt. Die Kreditvergabe wird abnehmen. Viele werden gar keine Kredite mehr bekommen, wenn Trump das umsetzt, weil die Firmen, die Kreditgeber eben sagen, no way, das rechnet sich nicht. Das ist mit dem Ausfallrisiko nicht mehr zu kalkulieren. Und das wiederum wird bedeuten, dass viele dann komplett sozusagen über den Jordan gehen, rein finanztechnisch, also die Konsumenten in den USA. Und das ist diese Situation, die so dramatisch ist aus meiner Sicht. Und jetzt kommt noch die Fed. Heute Auftritt von Loretta Mester aus der Fed. Und sie sagt, ja, der Markt hat recht, wenn er erwartet, dass wir weniger Zinssenkungen machen. Und dann auch Barkin, auch von der Fed, der gesagt hat, ja, also unsere Aufmerksamkeit, die könnte sich jetzt wenden zu den Aufwärtsrisiken für die Inflation und weg von den
Abwärtsrisiken für den Arbeitsmarkt. Und erinnern wir uns, Jerome Powell hat ja diese große Zinssenkung vor allem im September begründet mit dem schwächeren oder schwächer werdenden Arbeitsmarkt. Wenn jetzt aber das passiert, was alle erwarten, Trump kommt ans Ruder, deportiert oder schafft außer Landes eben die Illegalen, dann werden Arbeitskräfte gesucht, dann ist der Arbeitsmarkt nicht das Problem, sondern der Arbeitsmarkt wäre tight, wäre also sehr eng. Also das wird eine hochinteressante Geschichte, und so sehen wir, dass eben jetzt weniger als 3 Zinssenkungen eingepreist sind in die nächsten 12 Monaten, wenn sie denn mal überhaupt kommen, sodass der Leitzins um und bei Ende nächsten Jahres bei 4% bleiben wird. Aber wie gesagt, der Leitzins ist gar nicht so das Entscheidende für die Konsumenten. Hier sehen wir nochmal jetzt, dass diese Hoffnungen auf ein Soft Landing oder gar kein Landing der Wirtschaft immer mehr überhand nehmen, immer weniger erwarten eine harte Landung der Wirtschaft. Aber genau der Kreditbereich, das ist der Bereich, die Achillesferse. Da droht eine Explosion, werde ich auch gleich im zweiten Teil zeigen, warum. Und hier sehen wir, dass jetzt zum Beispiel auch kleinere Geschäfte, kleinere Unternehmen, die werden optimistischer durch den Sieg von Donald Trump, die glauben ihm also auch. Und auf der anderen Seite sehen wir aber, dass der Uncertainty Index, also der Unsicherheitsindex, was da jetzt kommt, immer weiter ansteigt. Also das wird eine hochinteressante Mischung. Und im zweiten Teil, meine Damen und Herren, da geht es um Bitcoin, da geht es um Gold, warum da die Luft vielleicht für Bitcoin demnächst auch ein bisschen dünner wird und vor allem, was da für manche Unternehmen jetzt wohl unvermeidlich passieren wird. Dieser zweite Teil, der gehört unbedingt mit dazu. Ich packe ihn wieder unter das Video, so damit Sie das Ganze auch finden. Die USA auf dem Weg zum Eisberg als Titanic. Also, wir sehen uns gleich. Ciao.